Dort wurde die Kaaba hat ihre größten Veränderungen bekommen, nämlich die Kaaba wurde dort zerstört und wurde von den Leuten in Mekka neu aufgebaut, aber mit einer sehr, sehr großen Veränderung, nämlich, Achtung, was habe ich gesagt zur Zeit Abrahams? Gab es zwei Türen, ne, auf dem Boden. Jetzt wurde eine Tür geschlossen und die zweite Tür wurde nach oben versetzt. Wisst ihr, was das ist? Das ist Tijaret. Nicht jeder konnte mehr rein. Ja? Die zwei Türen wurden geschlossen, indem eine davon auf dem Boden erhöht worden ist. Es wurde ein Dach zugeführt. Die Kaaba wurden oben zugemacht. Eine Regenrinne wurden zugeführt. Altın oluk, dieses Regenrinne, diese, also Dachrinne. Die Höhe der Kaaba wurde geändert. Die Kaaba wurde höher erbaut. Und aus einem Rechteck wurde ein Viereck. Ein langes Rechteck war die Kaaba vorher gewesen. Daraus wurde ein Viereck. Ja? Aber die Ecke, die länger war, hat man mit einer Mauer zugemacht, die sich El-Hijr nennt. Ich möchte mal hier dieses Bild jetzt mal kurz einblenden, wie das ungefähr fertig war zur Zeit unseres Propheten. Übrigens, das Bild entnommen ist aus dem Film Mohammed, der Gesandte Gottes und Mustafa Akkad, damit ihr mal das seht. Also so ungefähr hat wirklich die Kaaba damals ausgesehen, also quasi wie heute, sage ich mal. Ne? Aber ich möchte mal dieses zweite Bild jetzt hier einblenden. Das, was ihr hier seht, also man hat dieses Hijr abgewendet und man hat dieses Hatim dazu gemacht. Diese Ecke hat man zur Zeit der Quraysh weggemacht. Obwohl die Kaaba länger war, hat man sie kürzer gemacht. Man hat aus einem Rechteck einen Viereck gemacht und dieses fehlende Ecke hat man als Hatim, als Hijr zugemacht. Tamam. Also wer dort betet in der Mauer drin, betet offiziell in der Kaaba drin. Ja? Den Tawaf müsst ihr aber um der Mauer drum machen. Wenn ihr da durchgeht und macht nur um diesen schwarzen Dings, dann ist es kein Tawaf. Das muss um der Mauer sein, denn die Mauer dort endet normalerweise die Kaaba. Und in diesem Gebiet von Hijr, Achtung, kommt uns eine Berichterstattung, dass wirklich dort zwei Leute begraben sein sollen. Sein sollen, kann auch möglich sein, nämlich Hajar und Ismail a.s. Die sollen in Hijr begraben worden sein. Diese Berichterstattung, die haben wir. Jedoch weiß ich jetzt nicht, wie stark oder wie schwach die sind, aber die kommen vor. Jetzt werdet ihr natürlich fragen, warum hat die Quraysh denn nicht die Kaaba so erbaut wie vorher? Die Antwort ist sehr interessant, kommt vielleicht wenige Leute drauf, weil sie kein Baumaterial mehr hatten. Mit was wurde die Kaaba damals gebaut? Sagen unsere Geschichtsbücher, von einem kaputten, gestrandeten römischen Schiff an der Küste von Jeddah. Also wieder Konstantinopel, die soll aus Konstantinopel gekommen sein. So eine Berichterstattung gibt es. Ich möchte das mit euch in diesem Kontext teilen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass das die größte Veränderung gewesen der Kaaba zwischen Abraham und der Quraysh. Und ich habe gesagt, die Höhe der Kaaba wurde verändert. Die Höhe der Kaaba war von Abraham bis zu den Quraysh 4,32 Meter hoch. Die Quraysh hat es circa auf 10 Meter hoch gemacht. Heute sind es 13 Meter. Heute ist die Kaaba 13 Meter hoch. Zur Zeit der Quraysh waren es 10 Meter. Aber bis der Quraysh, also bis zum 35. Lebensjahr unseres Propheten a.s., war es 4,32 Meter. Klack, die Hälfte runter. Das, was ich in dem vorigen Bild euch gezeigt habe. Und es wird gesagt, dass die Quraysh die ersten waren, ich betone, waren, sagt man, die Qiswa an die Kaaba gemacht haben. Fachbegriff Qiswa ist, das ist das Tuch der Kaaba. Qiswa soll zum ersten Mal von der Quraysh an die Kaaba gemacht worden sein, dort verwendet worden sein. Das ist eine Berichterstattung, aber Achtung, nicht ab dem Jahre 605, auch schon davor, weil die Quraysh herrscht ja schon seit hunderten Jahren in Mekka vor dem Propheten Mohammed a.s. Und die Qiswa soll von der Quraysh gemacht worden sein, das ist eine Berichterstattung. Die andere Berichterstattung ist, dass diese von dem König Tubba gemacht worden ist. Der König Tubba. Das war ein König übrigens,
Ich habe im Koranprojekt darüber berichtet. Der kam aus dem Jemen und hat Mekka und Medina erobert, Qurtuba. Und als er Medina erobert hat, hat er dort die Juden getroffen. Tamam. 700 Jahre vor dem Propheten Mohammed. 700 Jahre vor dem Propheten Mohammed. Und die Juden, die haben ihm dort gesagt, der Grund, warum sie sich in Medina sesshaft gemacht haben, damals Yathrib, sie haben gesagt, der letzte Prophet wird hier kommen. Wir erwarten ihn hier aus Medina, also aus Yathrib. Ich rede gerade 600-700 Jahre vor dem Propheten Mohammed. Und da soll der König Tubba, ich betone, soll der König Tubba gesagt haben, ich glaube an den Propheten Mohammed. Ich werde an diesen letzten Propheten glauben. Ich schreibe ihnen einen Brief. Und dieser Brief soll von Generation zu Generation gebracht werden und soll Mohammed erreichen, soll den letzten Propheten erreichen. Und so schrieb der König Tubba einen Brief, der von Generation zu Generation in Medina weitergeleitet worden ist, bis zu wem? Bis Khalid ibn Zayd, also Abu Ayyub al-Ansar, radiallahu anh, der heute in Istanbul begraben ist, der unseren Propheten, alaihi salam, 6 Monate bei sich beherbergt hat. Ja, also wenn ich sage, Abu Ayyub, einige Brüder und Schwestern sagen, müssen wahrscheinlich, ja Bruder, weil du aus Istanbul kommst, hältst du den immer so? Nee. Er war bei den ersten Akaba-Treueiten dabei gewesen, er war der Fahnenführer unseres Propheten. Der Prophet hat bei ihm gewohnt, nicht bei jemand anders. Also Abu Ayyub ist nicht einer, der ohne ist. Also es ist eine sehr, sehr relevante Person. Und Abu Ayyub soll diesen Brief an unseren Propheten weitergegeben haben, von diesem König Tubba. Und der 600 Jahre, 700 Jahre vor dem Propheten gelebt hat. Und man sagt, dass eben Tubba, als er Mekka mit unter anderem unter seine Herrschaft nahm, für eine kurze Zeit, soll er der Erste gewesen sein, der die Kiswa, der die Kaaba mit einem Tuch zugemacht haben soll. Und letztendlich Allah weiß es am besten. Was nur für uns heute wichtig ist, ihr werdet diese Bilder mal kurz eingeblendet hier sehen, die Kiswa, so nennt man das. Also wenn ihr nach Mekka geht, sagt Kiswa. Kiswa ist der Fachname für den Tuch von der Kaaba. Sehr, sehr teuer übrigens heute zu erhalten. Ich wollte letztes Mal eins holen. Da kann man mir mit $500 bis $800 an. Ich rede von so einer Größe aber. Ne? Die sind aber original. Also ich habe da ein paar Brüder, die sich da direkt das erste Hand haben. Ansonsten gibt es auch natürlich, wie bei jedem Markt, gibt es auch Schwarzmarkt, also bitte aufpassen. Bei Kiswa sollte man schon sehr, sehr aufpassen. Die werden da unten auch verkauft. Die Kiswa wird ungefähr jedes Jahr, das ändert sich. Normalerweise wird die Kiswa einmal im Jahr gewechselt, nämlich am 9. Silhidsche, wenn alle Muslime, wo sind? An der Arafat. Wenn alle auf den Berg Arafat gehen, am 9. Silhidsche, also Arafah, Yawmul Arafah, am 10. Silhidsche ist ja Eid al-Adha, Kurban Bayram, und am 9. gehen ja alle auf den Arafat, auf dem Gebiet von Arafat. Genau zu diesem Zeitpunkt wechselt man die Kiswa. Ja, das seht ihr, dann könnt ihr dann live sehen heute im Fernsehen. Aber interessanterweise, obwohl das einmal im Jahr gemacht worden ist, sehe ich jetzt, das ändert sich, da gibt es keinen Fixtag übrigens, ne, das hat sich in der Geschichte immer wieder geändert, dass die Kiswa im Jahr 2-mal gewechselt wird und das 2. Mal ist im Monat Muharram, der 1. Muharram. Also im Neujahr, der 1. Tag des neuen Jahres, wird er auch nochmal gewechselt. Oder es wird nur dort gewechselt und dort nicht, also das ändert sich, weil zwischen dem Neujahr und Silhidscha liegen ja auch nur 20 Tage. Deswegen, das variiert manchmal so oder so. Ich denke, der größte Fixtag ist wirklich der 9. Silhidsche. Jetzt werden natürlich fragen einige, weil ihr auch gerade die Bilder gesehen habt, die Kiswa wird heute mit Gold gemacht, also mit einer goldener Verschriftung. Die Jahiliyyah-Araber vor dem Propheten Mohammed a.s. haben die schönsten Gedichte immer an die Kaaba aufgehangen. Ja? Und nachdem die Muslime die Stadt erobert haben, wurden die Verse logischerweise dort aufgehangen. Und heute sind natürlich immer die Verse dort drauf. Auch auf dem arabischen, also auch, Entschuldigung, auf der schwarzen Dings, seht ihr Kelime Tawhid. Und dann auch vor allem den Namen Allahs, El-Hannan und El-Mennan, der kommt sehr oft dort vor. Auf dem schwarzen meine ich jetzt. Und auf dem goldenen ist sowieso die jeweiligen Verse. Die Kiswa hat heute einen Gesamtwert von 4 Millionen Euro. Also dieses Tuch der Kaaba, was dort gewechselt wird, nur das Tuch, hat einen Wert von 4 Millionen Euro. Also damit ihr mal so ein bisschen versteht, mit was für Summen wir dort... Aber das ist ja auch klar, die ganzen Seile sind ja Gold. Nicht Fake-Gold, sie sind Gold. Und auch Silber. Ich möchte jetzt auch nicht die Angaben, weil ich es jetzt gerade nicht vor mir liegen habe,
weil da steht so und so viel Kilo Gold und so viel Silber wird dort verwendet. Und sie wird natürlich auch mit Urd und mit Misk gewaschen, mehrmals im Jahr. Also inshallah, das erstmal zu der Geschichte der Kiswa in den Zusammenhang. Man könnte wirklich viel, viel darüber berichten.